Es ist soweit, Leute. Lilith, Mordecai, ihr beschützt die Stadt. Brick sorgt für Luftunterstützung von 1000 Cuts aus und ich klettere hoch zu Control Core Angel. Noch Fragen? Ja, warum gehe nicht ich? Ich will Hyperion das mit Bloodwing heimzahlen. Das wirst du auch noch. Aber für den Moment musst du Sanctuary schützen, falls das hier wieder nur eine Falle ist. Du bekommst deine Rache, Mordecai. Das verspreche ich. Oh Wenn yeah. du das sagst, Roland... Kammerjäger, glaub ich, wir haben vielleicht eine Chance, den Kammerschlüssel zu klauen und Jack daran zu hindern, den Krieger zu wecken. Du musst nur an dem Kraftfeld vorbei, das dich atomisieren kann, den Bunker zerstören, der genug Feuerkraft hat, einen ganzen Kontinent zu plätten, und durch eine Tür gelangen, die du unmöglich aufkriegst. Oh, damit meint er, wir werden wohl sterben. Es wird Zeit, Claptrap nach 1000 Cuts zu bringen. Er muss das Kraftfeld lahmlegen. Lasst sie leiden, Leute. Das wird sicher lustig! Brick ist der Beste. Ja, der ist dumm. hier haben wir Lilith noch. Ja, haben wir gemacht. Oh, da gibt's Artefakte. Override, Abklingzeit 20,3%. Maximale Gesundheit 24,4%. Oh, ich nehme mal das 24,4%ige Artefakt. Tolen oder SG-Munition. Toll. Na, kommt schon. Wir müssen Claptrap überreden. Das kann ja schon eine unmögliche Mission werden. Wir müssen Claptrap überreden, uns zu helfen. Das ist doch nicht möglich. Wir müssen ihn doch überreden, oder? Ja, wir müssen ihm überreden, dass er uns hilft. Das geht nicht. Es ist Claptrap, der hat wir sind seine Diener, hallo? Das stimmt eigentlich auch wieder. So, ich gehe mal zu der Frau mit den schönen Brüsten. Eh noch hier oben am Tresor. Was? Hä? So. Tja. Moxie. Ach, Rache versüßt so herrlich den Tag. Da bekommen wir einen. Also, ich habe einen schlechten Granatenmod bekommen. Eine schlechte Granatenmod bekommen, so rum. Explosiv Kiss of Death? Ja, und vom Namen sind die eigentlich immer recht gleich. Ja, deshalb frage ich ja. Dass die ist. Explosiv Kiss of Death, ja. Man braucht zwei, damit einer Ärger bekommt. Spawn 5 Bomblitz. Aber Schaden ist halt scheiße. 1209 mal 5. Bei mir auch so. Okay, ich habe eine 2800er, die ist eigentlich... Aber einfach. Ja, einfach, genau. Weil das wird nämlich bei der Granatnot nicht mitgezählt. Ja, das ist voll das behindert, so, ja. Stimmt, ey. Probier die einfach auch mal aus, weil meine ist nämlich 2700, was jetzt auch kein großer Unterschied zu deinem ist. Gucken, was passiert. Oh, ist ja süß. Boah, lol. Wo fliegt sie hin? Was mit ihr? Wo fliegt denn die hin? Bei den Lands damals. Meine fliegt auch gerade weg. Ach, warte mal. Eins... Zwei? Vielleicht? Nee. Was machen die denn? Nein, ist gerade explodiert einfach. Ach, die sind... Ach, lol, die lenkt... Du lenkst die. Nee. Nee. Warte. Ich weiß es. Doch, 100 pro. Wie denn? Ja, in dem, wo du hinguckst. Okay. Da fliegen die hin. Ich gucke jetzt. Ich gucke jetzt mal dann zu dir. Die müsste ja dann theoretisch reinfliegen. Hallo? Da? Jens? Ja, nein, so lenkbar sind die nicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel hier hinschmeiße, geradeaus, fliegt die geradeaus. Immer geradeaus. Wenn ich jetzt nach links gucke. Jetzt fliegt sie nur noch geradeaus. Hä? Ich glaube, das war einfach nur Zufall. Ach nee, das ist, wo die abprallt. Ach so. Ey, die ist behindert, die Mod. Na, guck mal, wie lang die braucht, bis die explodiert. Was hat die denn für eine Explosion? Weil nicht, dass die einfach nur dann explodiert, wenn sie den Gegner trifft. Zündungszeit 3 Sekunden. Ja, die wird explodieren dann, wenn sie den Gegner trifft. Und okay. Bis dahin fliegt sie. Ja, also die hat eine Mindestzeit von 3 Sekunden. Und wenn danach ein Gegner ist, explodiert die. Geht doch los. So, jetzt würde ich mal noch gucken, was die Kopfmodifikation schön meines voll Neues hässlich, gibt. Meines sau hässlich. Also so richtig hässlich. Ja.
Geht so, egal. Neues Design. Zack. Granatenschaden. Cool. Hast du deinen auf? Nee, hast du nicht, ne? Nee, der ist so hässlich, den will man nicht sehen. Okay, krass. Das ist so eine Tonne einfach auf dem Kopf. Voll schlimm. Also der ist echt, ja, das Ding sieht voll behindert aus. Also echt der Zero. Es wird vermutlich einige Überredungskunst kosten, damit Claptrap nach 1000 Cuts kommt. Sag ich doch. Ich probier's mal, ja? Probier's mal. Untertan, auf nach 1000 Cuts. Lol. Oder auch nicht. Ich verpflichte dich als meinen Untertan und dann greift Angel zufällig Sanctuary an. Kapierst du nicht? Jack hat es auf mich abgesehen. Es wird Zeit zurückzuschlagen. Wir treffen uns in 1000 Cuts. Armer kleiner Paroida Klepto. Ja, der ist echt verwirrt, der kleine Mann. Ich hab 42 Medium. Au. 65. Ja. 65. Maul. Ja, was ist los, Alter? Hier, Oberpro. Oh, man, so viel Iridium, verdammt. Ach, keine Ahnung. Ich bin auch nicht so ganz. Ich weiß auch nicht so ganz genau, wofür ich das alles brauche. Aber ich hab's. Du könntest mal was ausgeben, oder? Ich könnte mal diesen erweiterten Taschenplatz für 50 Dinger kaufen, ne? Beispiel, das wäre doch mal eine gute Idee. Wäre doch mal eine Maßnahme, dann habe ich nur noch 15. Voll. Sinnvoll angelegt. Ja. Naja, toll, dann habe ich halt ultra viel Geld. Ich weiß mittlerweile gar nicht mehr, ob man Geld machen soll. Ja, das ist halt so, ne? Borderlands-like halt, ne? Ja. Hochsauber-Crate, 50, jawoll. Und das nächste kostet 100, jawoll. Ach, gibt's da noch eine Stufe? Gibt noch eine Stufe, ja. Ja, schön. Wie sieht die aus? Auch genauso, auch rosa. Ja. Okay. Ja, so viele Farben gibt's dann halt auch nicht mehr, ne? Ja. Sowas gucke ich. Wollen wir nach 1000 Cuts reisen? Kaufen wir mal eine Granatenmod. Und. Ja, Granatenmod wäre eigentlich auch gut gewesen. Das muss ich jetzt gerade noch ganz kurz abchecken. Shotgun. Shotgun wäre vielleicht auch noch. Mir egal, was du kaufst, aber kauf was. Ganz interessant. Shotgun habe ich auch schon. Sniper habe ich schon. Sniper habe ich noch nicht, Shotgun habe ich noch nicht. Granate könnte ich mir auch mal kaufen. Shotgun nehmen wir. Shotgun, Pistole fehlt mir auch noch. Oh, also das Goldene jedenfalls. Achso, ja, das, achso, ja. Sniper, oder? Komm, wir nehmen mal. Shotgun ist 20, 16. Ja, genau. Ich will nichts kaufen. Ich brauche erst wieder mehr Iridium, bevor ich mir das kaufe. Wobei, eigentlich ist es doch scheißegal. Komm, ich baller das jetzt alles raus. Alles raus. Hier muss alles raus. Alles raus. Alles verkauft. Ja, genau. Alles muss raus. Das kann ich denn? Ich kann Raketenwerfer, was natürlich auch ziemlich geil ist. Granate. Raketenwerfer ist auch cool, ja. Ja, Raketenwerfer ist auch extrem gut. Ich glaube, ich nehme Raketenwerfer. Weil alles andere, was ich. Damit spielst du ja eh ziemlich oft. Ja, deswegen, und alles andere, was ich sonst so brauche, ist eigentlich genug. Ich meine, ich habe 500 Schuss für die Pistole. Ich habe 180 Schuss für die Schrotflinte. Und ich habe 108 Schuss für die Sniper. Also Raketenwerfer, komm. Wo ist er denn? Da. 21. Jawohl, 21. So, jetzt noch schnell mal Munition auftütteln. Ach nee, lass die Scheiße bitte weg. Das ist doch mal die behinderste Waffe ever. Die hätten sie sowas von nicht programmieren brauchen, die Penner. Ja. Die ist cool. Ach, ich hasse sie. Ich meine die andere. Ach so. So, ab nach 1000 Cuts. 1000 Cuts, waren wir da schon mal? Ja, 1000 Schnitte. 1000 Mal. Was hast du eigentlich für einen Kopf jetzt hier für neuen? Zeig mal. Ist das der neue? Ist halt nur eine, ja, das ist eine Seite hat eine längere Strähne als der andere. Ja, ich brauche einen Friseur. So. Ach, ja, genau. Gut, ab geht's, komm. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Was hast du gerade gesagt, nicht lang schnacken. Geradeaus und dann über die Mauer, über die Brücke und dann links. Wow, wie er vor mir spawnt. Oh, ich hab einen Goliath gemacht. Oh, oh. Ah! Ha, ausgewichen, Idiot. Wow, was war das? Wo will denn der hin?
Okay, es ist wirklich definitiv die nervigste Waffe. Echt doch. Was? Wo? Da oben. Ach, die ist doch scheiße, die Waffe. Ja, wo denn? Über uns, ja. Da. Was? Alter, das ist so eine behinderte Waffe. Raketenwerfer. Bam! Voll auf die Fresse. Oh. Wie war das? Da ist einer. So, jetzt ist nur noch der. Hat nur noch ein Leben. Sozusagen, ein Schuss. Was? Hol ich mir. Nein. Hey! Arsch. Ich hab jetzt auch eine Pumpgun mit Korrosion. Achso, ja, ich hab ja nicht mit der Shotgun drauf geschossen, das wäre viel zu einfach. Ja, anderes, nee. Sniper drauf geschossen, das ist der nächste, an dem du dich austoben kannst, los. Was ist Zeit für Radau? Kuschelzeit, hat er bei mir gesagt. Wir müssen in die andere Richtung. Oh lol. Das ist ja eine geile Granatenmod. Die ist ja mal epic, ist die ja mal. Ja, was machst du denn? Du schmeißt die Granate dran, die bleibt an dem kleben und dann fliegt alles, was so in der Nähe ist, an den dran. Okay, cool, jetzt muss ich mal ausprobieren. Und dann geht's ab. Warum geht die jetzt nicht ab? Oder ist die schon abgegangen? Die explodiert sofort bei mir. Ah, okay. Das ist doch ein kleiner Unterschied zwischen den zweien. Seht ihr? Ach, wir müssen noch weiter drüber reden, ne? Hunde oder Katzen? Fällt mir gerade so ein. Find Hund immer cool. Hund ist. Kann man erziehen. Ja, Katzen aber kannst ich du auch erziehen. Auch, ich finde aber auch, was ich gerade sagen wollte, halt deine Katze ziemlich cool. Mein Kater? Ja, denn. Der Kantierer. Kater. Weil die Lilly, die ist mir schon wieder ein bisschen zu träge. Die ist alt, Mann. Die ist schon uralt, die Katze. Dafür sieht sie halt noch jung aus. Ja, das ist richtig. Die hat sich echt gut gehalten. Also, das ist so, unter den Katzen würde ich sagen, ist das so die Milf. Das ist richtig, also, könnte man durchaus so sagen, ja. Das könnte man auch durchaus falsch verstehen, aber ich würde sagen, also echt, die ist für ihr Alter, sieht die noch echt aus wie ein junger Hüpper. So an ein paar Stellen, gerade im Auge, bei Katzen ist ja so, bei im Auge, wenn die alt werden, siehst du das in den Augen, ne? Da bekommen die so Flecken. Und bei der siehst du es halt extrem, aber ansonsten. Und manchmal, das ist so krass, manchmal bekommt die so ihre 5 Minuten, dann geht die voll ab, dann rastet die voll aus. Denke ich mir so, was ist gerade auf die Welt gekommen, oder? Das muss ich mal austoben. Treib ich den denn jetzt nicht? Verdammt nochmal, scheiß Pumpe. Also die Pistole ist schon ziemlich geil, die ist schon echt Killer. Bam, Killer. Bam, ja, Killer, Mann. Kennst du das Bild, The Killer? The Killer und The Killer. Also der Killer, das ist dann so ein US-Soldat, sag ich mal. Dann The Killer, ja, das ist so ein, jetzt nichts Rassenfeindliches, aber ist halt so ein afroamerikanischer Gangster mit so einer Pistole in der Hand. Und dann das dritte Bild ist so ein Mexikaner mit einer Flasche Tequila in der Hand. Ja, ich konnte mir schon fast denken, ob das hinausläuft. Ah, schön, ey, ich liebe so viel, der finde ich so geil. Was ist denn hier oben? Was geht denn hier eigentlich schon wieder los, ey? Voll die Party. Ja, immer Party-Time, wenn Insta ist, ist immer Party-Time. Alle andere noch da, guck mal. Was mit ihm? Oh, er hat was verloren. Hab ich mal direkt aufgenommen. Ey, also die. Oh, meine Eingeweiden. Was für Eingeweide, Mann. Was ist mit ihnen? Können wir sterben hier. Ach, die helfen uns doch hier eigentlich gerade mehr oder weniger, gell? Was, wer hilft uns? Oh, ja, die einen helfen uns eigentlich schon so. Achso, ja, die Kopter. Ich habe einen neuen Spieler-Skin verdient, oberkrass. Echt? Ich habe einen verdient. Bernstein-Assassine. Oha. Krass, naja, auf geht's. Kein Problem mit. So, ich komm mal zu dir. Was ist hier los? Servus. Nix. Warum fliegen hier Wubbels rum? Ich habe gar nichts gemacht. Bam, guck dir's an, was mit dem abgeht. Ja, das kann meine auch. Ach, und dann guck mal, da kommt jetzt nochmal mehr Bubbles. Nochmal Bubbles. Ja, Bubbelgranatenmod. Bubbelgranatenmod. Yay. Oh, geil.
Wo ist da hinten? Ist noch irgendwo eine? Voll mein Ding. Willst du meine auch noch haben? Ja, bitte. Ich brauch kein Schild, ich nehme einfach zwei Granaten mit. Boah, das wäre auch hart, wenn du zwei Granaten mit haben.